Jo, Freunde, wir stehen immer noch auf der Endivien-Insel in Super Mario Maker 2. Da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich könnte zwar einfach von hinten schon zum Schloss spazieren, aber ich wollte euch ja vorher noch den anderen Weg, der ebenfalls zum Schloss führt, zeigen. Und das könnte jetzt ebenfalls eine Weile dauern. Und danach könnte auch das Schloss eine Weile dauern. Naja, mal schauen, ob meine Leben ausreichen. 47 habe ich noch, das wird eng. Der Haken ist nämlich, man muss hier der Bohnenranke folgen. Und zwar so schnell, dass sie nirgends oben anstößt, aber trotzdem schnell genug, damit man eben hinterherkommt. Aber trotzdem nicht so schnell, dass man dann am Ende selber, ouch, irgendwo drauf geht. Das wird jetzt schon eng. Gut, okay. Also, wenn ich mich schon hier am Anfang so verhample, dann kann das ja nur schlimmer werden. Pilz schon mal verpasst. Finde ich gut. Ups. Also, die Ranke steht. Da war ich schon mal ein bisschen zu langsam. Aber jetzt bediene ich mich eines kleinen Tricks, nämlich hier die Münze schon mal beiseite nehmen. Dann kann ich mir nämlich beim nächsten Lauf ein paar Millisekunden mehr Zeit lassen. Ein paar Millisekunden, wie gesagt. Damit kann ich's eigentlich schon wieder vergessen. Also rennen wir auch gleich in die Tür und wagen den nächsten Versuch. Ups! Okay. Irgendwie habe ich übrigens das Gefühl, dass die Wolke, wo ich reinspringe, mir die Zunge rausstreckt. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich habe zumindest den Pilz. Ich hatte den Pilz. Es lief bis hier so gut und dann nein. Ich warte auf den Durchlauf, wo mich dann auch noch hier dieser Goomba am Anfang frisst. Das passiert bestimmt im Lauf der Zeit irgendwann auch noch. Gut. Auf ein neues. Da habe ich jetzt wohl irgendwie mit der Nasenspitze ein bisschen. Tschüss, Goomba. Goombas in den Wolken. Ein bisschen mit der Nasenspitze die Rx-Säge berührt. So kommt das eben, wenn man sich
zu sehr beeilt. Dann achtet man nämlich nicht mehr drauf, wo Sägen sind und wo Feuer ist. Achso, der Schalter, den hätte ich jetzt doch glatt fast vergessen. So kann es nämlich auch gehen. Aber der Abend ist ja noch jung. So, und weiter geht's. So, ich habe den Pilz und ich liege sehr gut in der Zeit. Eigentlich, ouch, ich habe den Pilz nicht mehr. Eigentlich gute Ausgangsbedingungen. Sie läuft nicht mehr. Machen wir also kurz auf und gehen zurück auf Anfang, weil wir ja sonst nichts Besseres zu tun haben. Autsch! Wenn das jetzt ein Livestream wäre und ich nicht jetzt vorab aufzeichnen würde, dann wäre das jetzt der Punkt, an dem ich euch so langsam mal fragen würde, soll ich mich hier weiter abzappeln oder soll ich es bleiben lassen und einsehen, dass ich es nicht kann und zum Schloss springen, wo ich ja theoretisch schon hingehen könnte durch den anderen Level. Oder wollt ihr wirklich bis zum bitteren Ende sehen, wie ich hier fehle. Und ihr würdet mir dann sagen, Chico, das macht uns Spaß zuzugucken, wie du hier total versagst. Wir lachen uns schief, weil wir sehen, dass du deine eigenen Level nicht kannst. Und ich würde sagen, ja gut, dann ist es halt so. Der Pilz ist mir so langsam völlig wurscht. P-Block, kommst du her? Danke. Mario, warum hast du dich nicht an der Ranke festgehalten? Ich hab's kommen sehen. Ich wusste es. Irgendwann küss ich diesen Goomba. So, weg ist er. Blöd ist nur, wenn ich gestorben bin und den Level von vorne anfange, ist der natürlich wieder da. Es hat mir also, bis auf das gute Gefühl, es ihm gezeigt zu haben, gar nichts gebracht. Ich stehe bei 38 Leben. Einigen wir uns auf Folgendes: Wenn ich bei 30 Leben unten bin, dann sehe ich ein, dass ich es nicht kann und das ist dann offiziell. Aber dann springen wir zum Schloss, damit ihr das dann zumindest auch noch seht. So. Das wird schon nix mehr. Aber ich kletter da trotzdem weiter hoch. Ich kletter nirgends weiter hoch. Nirg.
rein da, Mario. Also der Level verzeiht keine Millisekunde, die man verplempert. Und noch problematischer ist, je öfter man sich hier vertut, desto hektischer wird man auch und desto nervöser und umso mehr Fehler macht man. Das liegt ganz in der Natur der Sache und deshalb wird es auch immer schwieriger, je öfter man hier Schusspilz fehlt. Mario, wolltest du dich nicht an der Ranke festhalten? Nein, er wollte es nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Dann hätte ich hier nämlich endlich mal Fortschritt gemacht. Das geht ja wohl nicht. Nein. Schneller. Pilz. X. Damit kann ich's im Prinzip schon vergessen.
Okay, vergessen wir es wieder. Und hops, und hops, und hops. Den Pilz will ich jetzt mal behalten. Nix ist mit Pilz behalten. Der Level gönnt einem ja auch gar nichts. Problem ist auch, wenn man sich beeilt, dann springt man natürlich auch ungenauer, weil man eben husch-husch macht und dann steigt die Gefahr, dass man in die Sägen reinhüpft. Liegt ebenfalls in der Natur der Sache. Gut, ich kann es wahrscheinlich schon wieder vergessen. Kann ich die Ranke steht. Aber da ich zumindest meinen Pilz noch habe, habe ich jetzt eine Feuerblume. Ich glaube, jetzt versuche ich mal die Strategie, die Emily mir erklärt hatte, wie sie das geschafft hatte. Und zwar einfach da sich mit Schaden durchrushen. Dann kann man nämlich... Nein, man kann dann nämlich nicht auf den P-Block pfeifen.
Da reicht nämlich dann die Zeit nicht, die man unverwundbar ist. Emily, was hast du mir dafür eine blöde Strategie erklärt? Die funktioniert ja hinten und vorne nicht. Nein, das muss man ganz regulär schaffen, so wie es gedacht ist. Ups. Trotzdem habe ich, denke ich, eine bessere Ausgangslage. Wenn ich mehr Power-Ups habe, dann kann ich mir nämlich Begegnungen mit Sägen erlauben. Oder mit Feuer oder mit whatever. Zum Beispiel sowas kann ich mir dann erlauben. Aber bei sowas wie das, was ich da gerade fabriziert habe, da hilft das beste Power-Up nicht. Knampf. Ups, ups, ups. Ich lebe noch. Die Feuerblume ist jetzt natürlich weg, die ist verbraucht, aber wagen wir noch einen Versuch. Das wird schon wieder schief gehen. Nee, das wird nix mehr. Also zurück auf Anfang und wieder von vorne. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang ich gebraucht habe und wie sehr ich geschimpft habe beim Versuch, den Level hochzuladen. Aber irgendwann muss es dann ja geklappt haben, sonst könnte er ja nicht online stehen. Besonders spaßig ist das natürlich, wenn man dann extra auf das Feuer wartet, aber dann trotzdem eine Millisekunde zu früh losspringt und trotzdem noch seinen Pilz verliert. Das sind dann immer die Momente, über die man sich am meisten freut.
Ich hätte erstmal direkt von Anfang an durchdüsen können. Aber nein, ich habe mich nicht getraut. Ich feiger Hund. Also auf ein neues. X. Nein, also man kann da nicht ohne Ranke weiter hochkommen. Das geht nicht. Und deshalb nächster Versuch, aber zumindest war ich schon ziemlich weit gekommen. Nutzt mir aber gar nichts, weil ich muss wirklich bis ganz oben ankommen. Sonst ganz oben oder nichts. Alles oder nichts. Ich liege wieder gut in der Zeit. Ich liege gar nichts. Gar nichts liege ich. Ich wollte zu der Reset-Tür und der Koopa dachte, Jetzt. Ja. Das war aber wirklich buchstäblich eine Sache von vielleicht einer Millisekunde, warum das nicht mehr gereicht hat. So knapp war es, glaube ich, im ganzen Video noch nie. Dann wird das jetzt beim nächsten Versuch endlich komplett funktionieren. Da bestehe ich jetzt drauf. Also, so funktioniert da schon mal rein überhaupt gar nichts. Und auf ein neues.
Irk. Gerade eben lief's noch so gut. Jetzt läuft wieder gar nichts mehr. Nein, also ohne Ranke da nach oben weiterzukommen, das kann man sich abschminken. Das geht einfach nicht. Ich werde es trotzdem immer, wenn sich zufällig die Gelegenheit ergibt, es weiter probieren. Aber es wird mir nichts bringen. Im Prinzip kann ich dann unterwegs direkt in die Reset-Tür springen, weil ich bin eh schon zu langsam. Und jetzt habe ich hier nicht mal mehr einen Pilz, muss ich also als kleiner Mario es schaffen. Das wird nicht möglich sein. Hätte ich noch den Pilz gehabt, wäre ich jetzt nur geschrumpft, aber könnte weiterklettern. Aber nein, ist nicht so. Jetzt klappt es. Ha, endlich. Puh, ha, puh, hi, ho. Also, ihr seht, der Level ist möglich. Höllisch schwer, aber möglich. Es ist schaffbar. Und ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, wie lang ich da dran jetzt rumgepetert habe. Ich heiße nicht Peter, ich heiße Mario. Also wie lang ich daran jetzt rumgemariot habe. Ich heiße auch nicht Mario, ich heiße Chico. Mario ist nur meine Spielfigur. Also wie lang ich daran jetzt rumgechicot habe, wie auch immer. Ich glaube, das Schloss tun wir uns nächstes Mal an. Bis dann, tschüss, ciao, arrivederci, bye bye, sayonara.
Winke, winke und bis dann.